Alles klar. Der zweite Testaufbau mit unserer selbstgewickelten Spule ist jetzt fertig. Ja, wie wir von der letzten noch gewusst haben, ne? Wir haben ja die Originalspule genommen, wie sie hier drin verbaut ist. Haben sie als Bifiler zusammengeschalten und haben dann die doppelte Drahtlänge rausbekommen. Ne? Aber nur den halben Querschnitt. So, bei doppelter Drahtlänge hatten wir dann ja, theoretisch auch so ungefähr das Doppelte an Voltzahl anliegen gehabt. Das heißt, unsere Verbraucher von 230 Volt haben wir dann hier in Reihe schalten müssen, damit der nicht in Überlast gegangen ist. Ja, also es sind jetzt 230 Volt und 230 Volt in Reihe. Das sind wir bei 460, ne? Ja, so ungefähr. Und mit der neuen Spule haben wir jetzt, also hier, das sind 7 mal 0,30er Draht ungefähr pro Spule, also 14 Drähte insgesamt. Haben wir jetzt 7 Drähte hier und 7 Drähte da, um auf denselben Querschnitt hier zu kommen von der Spule. Habe ich jetzt 12 Drähte an 0,3 genommen, habe sie hier an dieser Verbindung auch gegeneinander isoliert verbunden, damit die praktisch komplett durchgängig gegeneinander isoliert sind und da einen schönen kapazitiven Effekt aufbauen können. Ja, also ich denke mal, ihr dürftet das halbwegs wissen, wenn man hier so, so und so. Ja, das hier ist jetzt eigentlich schon ein kleiner Kondensator. Ja, wenn man Drähte so hier zusammenwickelt, dann haben die schon einen kapazitiven Effekt. Also Bifilar wickelt dann noch mehr. Also sozusagen eine Mischung aus Kondensator und Spule mit kapazitiven Anteil und induktiven Anteil, wenn der hier so groß sein sollte. Ja, okay. Das jetzt erstmal bis hierhin. Wir haben diese Wechselspannung dann gleichgerichtet mit richtig schnellen, schnell schaltenden Dioden. Diodenblöcken und dann kommt hier Gleichspannung raus. Das haben wir deswegen gemacht, weil wir ja mit unserer Stromzange im Wechselstrombereich nur so, weiß nicht, so 50 Hertz optimal, vielleicht so bis 4 Kilohertz kommen. Und die Zange hat aber noch einen Messbereich für Gleichstrom. Und ich denke mal, die paar Oberwellen, die hier rauskommen, die können wir knicken, aber dann können wir hier mit dem Ampermeter den wahren Gleichstrom messen, der jetzt hier vom System gezogen wird. So, und als Voltmessgerät haben wir das hier dran. Auf 500 Volt haben wir gestellt und ja, ich fällt es vielleicht auf, die Skala ist auch so ein bisschen logarithmisch aufgebaut, ne? Also die Hälfte ist nicht in der Mitte, sondern die Hälfte ist hier vorne ungefähr, ne? Bei 25. So, also wenn wir dann hier über 25 sind, haben wir auf alle Fälle schon mal mehr als 250 Volt. Und dann wollen wir eine kleine Berechnung starten. Wa? So, wir schalten hier ein. Nix. So, hier sind wir ganz genau drauf. Jawohl, Mitte haben wir gefunden und einschalten. Gut. Das rennt. Aha. So, hier haben wir jetzt minus 2,6 Ampere. 2,6 Ampere. Bei dieser Voltzahl. Kann man es mal ein bisschen verschieben? Nee. Oh, hier ist gut. Hier ist es schön. Okay. Hier sind wir knapp bei 30. Sind sie richtig schön hell und jetzt sind wir bei 2,7 Ampere.
2,7 Ampere mal, also mal großzügig sagen wir 290 Volt. Ja? 290 Volt, gut. 290 Volt bei 2,7 Ampere. Und am Eingang ziehen wir 619 Watt. Okay? Also nochmal, 290 Volt bei 2,7 Ampere. Okay, schalten wir aus. Und holen uns den Taschenrechner. Wo haben wir den denn wieder hingelegt? Hier ist er. So, also wir haben gesagt 290 Volt mal 2,7 Ampere. Sind wir hier bei 783 Watt? Sind wir hier bei 783 Watt, was jetzt hier rausgekommen ist? Nach dem Messgerät und nach dem Messgerät. Selbst wenn wir die 0,7 abziehen. Rechnen wir mal mit 2. Also gut, 290 mal 2 Ampere. Sind wir nur noch bei 580 Watt. Okay. Ja, was ist jetzt der richtige Wert? Ich drücke mal hier auf relativ. So. Jetzt starten wir bei 0. Wenn wir mal keinen Messfehler drin haben, ne? Gut, starten nochmal. Das wird wieder hier. Ja, da sind wir nur noch bei minus 2,05. Gut, jetzt kommen wir nämlich wieder ungefähr dahin, wo es normal ist. So. Das war schon der beste Punkt, ne? Hier ist der beste Punkt. Ja. Gut. Aber trotzdem nur bei 2 Ampere. Also, wieder keine Overunity. Aber immerhin funktioniert die Spule schon so halbwegs. Gut, jetzt das halt noch so etwas auf Resonanz abstimmen, ne? Mal gucken, wie wir das so machen.